Fotografieren der Patientenzähne für die Farbanalyse. Um Fotos für die Farbanalyse machen zu können, braucht man natürlich in erster Linie ein Dragon Shade Set oder eine Dragon Card und ein Fotoapparat mit einem Blitzsystem. Es ist wichtig zu wissen, mit welcher Kamera ich gerade fotografiere. Ist es eine Vollformat- oder APS-C-Kamera? Welches Objektiv bzw. Brennweite benutze ich und welches Blitzsystem und wie dieses positioniert wird? Das hat eine große Auswirkung auf den Abstand zum Motiv bzw. zum Objekt, das man fotografieren möchte und somit auch auf den Blitzwinkel. Einstellungen in der Kamera. Farbraum sollte auf sRGB eingestellt sein. Weißabgleich wird auf das Arbeiten mit Blitz eingestellt. Verschlusszeit wird auf 1/200 eingestellt. Blende wird auf 18 bis 25 eingestellt. ISO wird auf 100 eingestellt. Fokusmodus wird auf manuell eingestellt. Fokusbereich wird auf ca. 37 cm eingestellt. Das hängt aber sehr vom Format der Kamera ab, von der Brennweite des Objektivs und den Einstellmöglichkeiten der Blitze ab. Blitzeinstellung sollte auf manuell stehen, auf keinen Fall TTL. Blitzintensität wird auf 1,5 eingestellt. Diese Einstellung hängt auch von der Kamera, von dem Objektiv, von dem Fokusbereich, von der eingestellten Blende, der Verschlusszeit und der ISO ab. Bildstil Picture Control wird auf neutral eingestellt. Das ist ein Beispiel für Canon und Nikon. Möglicherweise gibt es ähnliche Funktionen auch bei anderen Kameras. Sicherlich kann die Einstellung in RAW-Datei verändert werden. Dennoch wird Ihnen das Foto auch in RAW-Format bei den meisten Programmen so angezeigt, wie es zunächst eingestellt ist, also in JPEG-Ansicht. Dateiformat wird auf RAW, bei Nikon heißt es NAV, eingestellt. Bei verschiedenen Kameraherstellern wird die Originaldatei anders benannt, also in Original, keine JPEGs. Wenn Sie mit den mitfotografierten Zahnfarbmustern in der App arbeiten wollen, gehen Sie wie folgt vor. Positionieren Sie die zu fotografierende Zahnfarbmuster in den Dragon Shade Halter, aber erst nachdem die Zahnfleischmaske eingesetzt wurde. Zahnfarbmuster müssen gut an der Zahnfleischmaske anliegen. Führen Sie eine der beiden Graukarten aus dem Dragon Shade Set in den Halter hinein. Halten Sie den Halter mit den Zahnfarbmustern so, dass die Zahnfarbmuster eine leichte Neigung nach hinten haben, aber auf einer Ebene mit den Zähnen des Patienten. Die graue Karte kann hinter dem Eckzahn oder hinter dem ersten Prämolaren positioniert werden. Wenn Sie mit einer Bibliothek in der Dragon Shade App arbeiten möchten, gehen Sie wie folgt vor. Nehmen Sie die Dragon Card, positionieren diese auf einer Ebene mit dem Patientenzahn und halten Sie diese möglichst senkrecht zur Kamera. Stellen Sie sicher, dass bei den Einstellungen und der Entfernung von Fotoapparat zum Patientenzahn Sie noch die Möglichkeit und Platz haben, im unteren Bildbereich noch eine Zahnreihe einzufügen. Die Fokusentfernung liegt dabei bei den meisten Kameras zwischen 35 und 40 cm. Jetzt können die Fotos gemacht werden. Wird Ihnen bei der ersten Analyse nach der Tonwertkorrektur Weißabgleich eine Warnung in der App angezeigt, dass Sie ein besser belichtetes Foto verwenden sollten, so müssen Sie das Foto neu aufnehmen und dann die Einstellungen des Fotoapparates so abspeichern. Wird das Foto bei der Korrektur zu sehr aufgehellt, müssen Sie die Blitzintensität erhöhen oder die Blende leicht öffnen, aber höchstens auf die Blende 18. Wird das Foto bei der Korrektur abgedunkelt, müssen Sie die Blitzintensität reduzieren oder die Blende leicht schließen, aber höchstens auf die Blende 25.